Willkommen beim Verhandlungstango, die größten Fehler in der ganzen Schoße. Und natürlich nicht nur der Fehler, sondern wie geht's besser? Fehlendes Üben. Wissen Sie schon? Überlegen Sie mal ganz kurz, wie Sie selber noch in Windeln rumgelaufen ist, könnte so 2-3 Monate her sein, wie oft Sie sich auf den Allerwertesten gesetzt haben, bevor Sie auf 2 Beinen, links, rechts, geradeaus, ohne sich zu straucheln und sonst was zu tun, gelaufen sind. So ein durchschnittliches Kind setzt sich 10.000 Mal auf den Allerwertesten. Sie wahrscheinlich nicht, also Sie sind höchstens 100 Mal auf dem Hintern gesessen, würde ich sagen. Bloß, wenn Sie selbst die 100 nehmen und ich Sie jetzt mal ganz ernsthaft unter uns frage, ja, ich sehe Sie, wie oft haben Sie das Thema Verhandlungstango geübt? Schon bei 100 könnten 95 Mal fehlen, bei den 10.000 wahrscheinlich 9.995 Mal, oder? Und zwar bitte, bitte. Beim Üben sprechen Sie es wortwörtlich aus. Nehmen Sie sich auf Video auf, geht ja heute mit Smartphone alles 1:1. Sprechen Sie es aus. Wenn ich hier im Coaching sitze und dann immer sage, so, und jetzt sagen Sie es mal mir, wie wenn ich Ihr Chef wäre, frage auch immer, sind Sie mit dem Chef bei du oder bei Sie, dass es auch 1:1 ist, dann kommt immer, ja, das führt garantiert nicht zu mehr Geld, das kann ich Ihnen als ersten Schritt sagen. Und auch der Satz 50 Mal ausgesprochen, irgendwann wird er sicher. Und vor allem sollte es ja Ihr Satz sein. Ja? Ich kann Ihnen wunderbare Sätze sagen. Wenn Sie die nachplappern, fängt es erstmal gar nichts. Wir brauchen Ihren Weg. Deswegen probieren Sie es aus und denken Sie immer an die 10.000 Mal. Und zwar Live-Situation. Ne? So wie es wirklich ist hinterher. Dann mit der Übung wird es auf alle Fälle wesentlich besser und mit Sicherheit auch erfolgreicher beim Verhandlungstango.